schlimm, Leute! Ich werd mit den schlafen! Nein! Wir testen heute virale TikTok-Produkte und Leute, ihr wisst es, ich liebe solche Videos, wo wir so Sachen testen, die eigentlich kompletter Schrott sind, aber irgendwie so sinnvoll, Leute. Das ist, wofür ich lebe. Ihr wollt das Video sehen, ich liebe euch dafür. Und deshalb fangen wir an mit dem ersten Produkt und hoffen, dass die meisten Produkte echt nützlich sind. Wir haben keine Ahnung, was irgendwer bestellt hat, Leute, aber ich habe so das Gefühl, da kann eigentlich alles dabei sein. Alter, auf TikTok, Leute, ist jedes siebte Video auf TikTok ist Werbung. Und jedes siebte Video auf TikTok veranlasst mich, es zu kaufen. Wir hatten Glück, Leute, diesmal ist alles angekommen, was wir bestellt haben. Aber bei mir war es so, ich habe auf TikTok was bestellt für 39,99 Euro, dieses Wärmepad. Bei der Periode, Leute, ich habe es nie bekommen. Nie. Ich musste es zahlen, aber ich habe es nie bekommen. Nie wieder mache ich das. Nie wieder. Ich habe erst gestern auf TikTok was bestellt. Aber Egg ist heute auch da, Leute. Ein bisschen chaya ist sie heute schon. Weil Leute, die darf mit mir Produkte testen. Ha, danke. Ja, Leute, also ich wünsche mir, dass in diesen Produkten neue geile Hausschuhe sind, die warm halten. Oder ein Hut. Oh mein Gott, ist das ein Regenschirm? Egg, ich glaube, ich weiß, was es ist. Oh mein Gott, Leute, das ist perfekt für Egg. Wie macht man das auf? Oh mein Gott! Leute, es ist schon ein bisschen eng. Ich habe gemerkt, mein Kopf drückt jetzt ein bisschen. Hey, kannst du nicht größer machen? Nein. Ich glaube, es ist nicht für kleine Kinder, Leute. Ich glaube, ich habe einen riesen Schädel. Hätte ich nicht so einen riesen Eierkopf, würde ich das wahrscheinlich tragen. Und dann hätte ich ein Kind. Ich hätte keinen Bock, dem einen Schirm zu geben. Alter, trag einen Regenhut. Dein Leben wird einfacher. An sich ist das Produkt richtig Baba, Leute. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr keinen riesen Eierkopf habt wie Egg und ich. Deine Farbe. Das ist Pony. Das habe ich so oft auf TikTok gesehen, Leute. Das ist ein Pony, den man sich oben hier vorne halt dran heften kann, ne? Du musst höher. Oh mein Gott, das sieht so echt aus. Ich seh nix. Das sieht aus wie eine alte Lady. Ja, aber Leute, was haben wir gelernt? So wie es hier aussieht, wird es nicht in echt aussehen. Ja, Leute, es sieht so krass aus. Es sieht aus wie eine hübsche Lady. Schreibt jetzt in die Kommentare, wie ich aussehe, Leute. Hashtag Flamme ist Hashtag, ich sehe gut aus. So Hashtag Eis ist ja so schlecht aus. Leute. Nein, du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Der Pony war schon wild, Leute. Ist halt meine Haarfarbe ein bisschen dunkler als meine Haarfarbe. Das ist ein Getränkespender mit zwei verschiedenen Öffnungen, mit denen kann zwei verschiedene Getränke reinmachen. Eins machen wir Schwipschwapp rein und das andere machen wir Wasser. Ihr fragt euch bestimmt, Zalala Limonade, wo willst du das reinfüllen? Da hinten sind zwei Becher, Leute. Cheers, Eglala. Ein Shot, schnell. Hat sich nach Plastik angefühlt, Leute. Wir haben das nicht gewaschen. Ja, davon gewaschen. Es ist auf jeden Fall nichts Nötiges. Er hat schon ein bisschen Müll, ne? Wenn ihr auf einer Party seid und nur so kleine Prisen trinken wollt, eine ganz kleine Prise, kleine Shots. So 10 Stück davon. Ja, so 10 Stück. Ich würde es empfehlen. Ich würde es benutzen. Also die Füße sind nicht so stabil. Es ist Müll, es gefällt mir nicht. Ich trinke auch keinen Alkohol. Deshalb kann Egg bestimmt nur sagen, dass das Produkt gut ist für Shots. Ich würde es benutzen. Also Leute, das ist normal bei TikTok. Das ist eine ganze Rolle. Wie Taschentücher von diesen Poppets. Aber die stinken irgendwie. Du hast mich verlassen. Ich hatte ein Date. Aggression an diesen Boys, die mich verlassen haben. Ihr kriegt mich nicht mehr. Was, ihr meldet euch eh nicht, aber ihr könnt euch gerne melden. Nee, habt ihr meine Nummer, mein Insta? Ich nehme jeden von euch wieder. Leute, das Produkt hat unser Herz. Also, nein, ich behalte es. Ihr wisst, Leute, Inga sagt immer, ich sterbe irgendwann an einem Herzinfarkt, weil ich mich wegen alles aufrege. Das wird mir helfen, es nicht zu tun. Es ist dieser Ey, das ist das Schlimme, Alter. Ich werde mit den schlafen. Nein. Ja, ey, ich schlafe auch alleine. Ich brauche den Duft. Leute. Nein, nein, nein. Das ist ein Otter, der hat hier so... Hör auf.
Leute, das ist ein schlimmer Otter. Oh mein Gott, Leute. Ich wünsche mir diesen schlimmen Otter schon so lange, weil ihr wisst, ich habe keinen Boys, ich bin Single, ich habe keinen Freund. Ich nehme jeden von euch wieder. Und niemand kauft mir das und ihr zahlt es. Ich werde damit jede Nacht schlafen, Alter. Das ist ein Otter, Leute. Und hier drin ist so Musik und so. Und er hat so ein, so wie Atmung, Leute. Als würdet ihr mit jemandem schlafen. Ja. Oh mein Gott, wie cool. Ich hätte niemals gedacht, dass Inga das wirklich gut, Leute, weil ich habe gesehen, ist schon teuer, 30 Euro, gell? Dieser Otter soll dir helfen beim Einschlafen, er hat Atmungsbewegungen, dann so, eigentlich ist er für Babys. Aber, Leute, keine Ahnung, ich möchte das Ding haben. Ich werde damit heute noch schlafen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, Hashtag Otter, wenn ihr das Ding auch habt und auch wenn ihr es haben wollt. Ja, echt, das riecht hier fast 1 Milliarde, 10.000 Trillionen, Leute, kriegt dieser Otter von mir, weil der ist unglaublich. Was ist das? Du kannst jetzt nicht immer irgendwelche Hüte kaufen. So, Leute, das ist ein Karottenhut, die ihr schwer erkennen könnt. Das ist eine Mandarine. Oh, ich glaube, ihr werdet es verstehen. Oh mein Gott, wie angegossen. Das ist wirklich gut. Slay Girl. Was wollen wir heute mit Mandarine rausgehen? Das Produkt ist relativ lustig, Leute. Leute, da habe ich keine Ahnung, was das ist. Okay, also es soll jetzt für Sportler sein, bedeutet das ist nicht ziemlich ein Eck. Aber wir geben den ganzen Mal trotzdem die Chance, Leute, sich mal zu beweisen. Ich dachte, du gehst noch ins Gym. Bruder, seit 3 Monaten nicht mehr. Wo bist du hängen geblieben? Ich weiß nicht ganz, Leute, wie das funktionieren soll. Aber wir finden es jetzt hier raus, da kommt Wasser rein. Kein Wunder, dass mir sowas noch nie vorgeschlagen wurde, Leute, dass ich für Leute, die Sport machen. Yes, girl! Oh mein Gott, du hast einen Club reinschmuggeln. It works, guys! Yeah. Immer wieder dasselbe Set. So, Leute! Du musst dir merken, dass immer alles ausläuft. Also, das Produkt. Ja, nirgendwo steht da, dass man es nicht seitlich kippen darf. Jetzt ist meine Hose nass, meine komplette linke Brust oder rechte Brust. Ich bin jetzt Rechtsschwäche. Deshalb kriegt es ein trauriges Smiley von mir, auch wenn es funktioniert hat. Einfach nur dafür, dass ich komplett nass bin. Mach es weg, bevor ich Aggression. Ey, du wolltest doch Teppich. Was ist das? Inga, nein. Inga, nein. Gib doch mal diesen Lassmann-Memme. Mann, bist du dieser. Oh mein Gott! Ich war damals in dem Film drin und ich habe mich so erschreckt, als dieser Clown in dieser Kanalisation war. Und so durchgeguckt hat, boah, der guckt in meine Seele rein, Alter. Egal. Das machen wir für dich als Teppich, ey. Nein, du musst auch ganz sicher nicht. Das Teppich, Leute, ich möchte damit keinen Augenkontakt haben, weil ihr wisst, ich habe Angst vor Clowns. Aber schreibt mal Hashtag ja oder Hashtag nein in die Kommentare, ob wir das bei unserer Haustür legen sollen, Leute. Das ist ein Holzmantel, weil ihr wisst, ich habe Angst vor Clowns. Und nur so Teppich und Inga sagt, das vor Badezimmer legen, Alter, bin ich so dumm. Oh, ich bin so dumm. Dann gehe ich nie wieder duschen, ne? Ja! Gib mir deine Haare, Babygirl. Ja, Leute. Das ist ein Extensions-Pferdeschwanz. Oh mein Gott, ich brauch's. Ich wollte das noch bestellen. Inga, du bist die Beste. Oh mein Gott, ja, Inga, du bist die Allerbeste. Das sieht so schnell aus, bestimmt. So. Wow, redet richtig mal. Leute, Erk wird jetzt so eine Slay Queen. Mit Slay Hairs. Oh mein Gott, man denkt, das ist so ein krassen so Mix. So, weißt du, so zwei Haarfarben und so. Checkst du? Go, Queen. Eigentlich mag ich meine echten Haare doch, glaube ich. Nein. Au! Man muss es richtig machen. Meine Freundin hatte das mal für 3 Stunden an. Die hatte dann noch so Kopfschmerzen. Go, Girl! Ey! Oh Gott! Ich muss kacken! Nein! Warte! Er sieht voll gut aus. Irgendwas Lavas. Leute, er ist so eifersüchtig und safe rote Haare machen. So hässlich auch von dir. Rot steht mir voll. Auf Ernst, Gang? Du machst keine Rot. Mach morgen safe im Video. Eine Brille. Wir haben die jetzt in die Packung reinbekommen, Alter. Verstehe ich nicht. Ich bin so, wenn du nicht weißt, was du kaufen sollst, wenn ich entscheiden kann zwischen 2 Modellen, bestellst du aber beide auf einmal. Die ist Müll. Wie cool! Inga, ist das für
Füße. Ja! Eika! Es ist eine Wärmeflasche für die Füße! Oh mein Gott, das ist mein Ding! Nein, Girl! Oh, oh. Leute, ich hab meine Füße, die frieren, wenn ich schlafe. Die sind meine auch. Oh Gott! Ich muss kurz meine Krähenfüße da reinstecken. Ihr wisst, wer heute wie eine Queen schläft, Leute. Ich werde heute schlafen wie ein Löwe mit meinem neuen Freund und mit den wärmsten Socken, die ihr je kennengelernt habt, Leute. Hier ist eine Wärmeflasche. Da packt ihr heißes, hottes Water rein. Und dann, da packt ihr eure Krähenfüße hier rein. Und dann schläft ihr. Ihr seid halt daran gebunden, Leute, weil das ist eins für beide Füße. Das ist ein bisschen schlecht. Also, mit dem Schlummerotter und mit diesen Dingen für die Füße werde ich, glaube ich, keine 7 Stunden Mittagsschlaf machen, sondern 24 Stunden. Also jeden Tag geht er aufs Neue, oder was? Ja. Yeah. Einmal habe ich den Mittagsschlaf gemacht, bin um 15 Uhr eingeschlafen und um 7 Uhr morgens war ich wach. Ja. Yeah. Also das ist eine Flasche, da habt ihr hier zwei Öffnungen. Eins, zwei, für zwei verschiedene Getränke, weil die sind gespalten. Und dann trinkt ihr... Oder... Jetzt gucken wir, Leute, ob es wirklich funktioniert oder ob es vielleicht nicht durchläuft. Die Scheibe kann man nicht rausholen. In der einen Seite kommt Fanta rein und auf der anderen Seite kommt Wasser rein. Sieht aus wie zwei verschiedene Welten. So, und dann hat man so einen freshen Deckel, Leute. Ja, Leute, also es erfüllt seinen Zweck. Es sickert auch nicht durch, wie man schwer erkennen kann. Falls ihr zu zweit unterwegs seid und ihr beide wollt nicht aus einem Ding trinken, aber ihr wollt nicht so viel tragen, könnt ihr das hier mitnehmen. Passt perfekt. Leute, das Ding ist praktisch und super. Das ist eine Föhnhaube. Ihr packt euren Schädel hier rein. Oh mein Gott, sind deine Haare nicht so durcheinander? Das brauche ich immer, wenn ich meine Haare föhne. Also die sind verknotet, die sind eklig, die sind wuschig, die sind grauenvoll. So, dann packt ihr euren Föhn da rein. Leute, ist das super cool. Deine Haare habe ich mir so. Deine auch nicht? Doch. Leute, das ist richtig geil, Leute. Mich verschwinden nicht, aber richtig geil. Was ist das, Henker? Henker, was ist das? Das ist für den Backofen. Warum braucht man sowas? Das sieht doch voll cool aus. Ist das so eine Katze in unserem Ofen hängen? Cool. Jetzt brauchen wir noch eine Katze. Die Katze ist süß. Jetzt fehlt uns noch eine echte Katze. Hashtag Katzen-Emoji, wenn wir uns eine Katze holen sollen. Nein, eine richtige Katze, nicht du. Was ist das? Katzenpfoten. Für den Stuhl, das sieht aus, als wäre das Stuhl eine Katze. Was hast du mit Katzenmädchen? Das sind Socken für den Stuhl oder bei uns jetzt zum Beispiel für die Lichter. Das Produkt ist mega süß und Inga will uns wieder was sagen mit den ganzen Katzenprodukten. Leute, das ist ein Schäler mit Auffangbehälter. Oh mein Gott, wie cool. Ey, das ist voll praktisch, Leute. Ja, Mann. Bei Gott. Immer wenn ich schäle, Leute, fliegt die Hälfte auf den Boden. Ich finde es auch sehr praktisch. Auf jeden Fall eine 10 von 10. Auch wenn ich nicht koche und die Küche nicht bewege. Ich vergesse, wie man schält. Gar kein Spaß. Wäre das Schäler ein bisschen schärfer, Leute, wäre es besser. Na, so kleine Sets. Aufpassen. Leute, der Behälter ist nicht mal ganz voll. Und die ganze Gurke ist clean. Mm. Das ist ein super Ding. Man kann von beiden Seiten schneiden. Mm. Und das Produkt sieht gut aus und schält gut. 10 von 10. Nein, Egg, das ist für Club, Inga. Leute, das ist richtig was für Club. Wenn Egg und ich zusammen in den Club gehen, da verschwindet Egg immer. Ah, wisst ihr, was gut ist, Leute? Wenn ich einen Freund habe, dann kette ich ihn an, dass er mir nicht wegrennt. Nein, selbst dann rennt die weg. Leute, weil wenn Egg was trinkt, Alter, puh, die Alte rennt. Leute, die war ich geh mal weg. Ja, ein bisschen reicht, um Jungs zu flirten, weißt du? Ich könnte schon an die Theke ein paar Getränke. Ja, genau. Holen. Währenddessen dance ich. Ey, stell vor, du machst irgendwann anders dran. Und rennst weg. Ey, mach mal ab. Zeig mal, wie man das abmacht. Okay. Mhm, und dann? Nicht, dann bin ich frei. Okay, aber dann merke ich, dass du weg bist, du dumme Kuh. Das ist top, das lasst ihr zum ganzen Video an. Weil so kann Egg leider nicht mehr weglaufen im Club oder in der Stadt, weil die rennt gerne weg. Also, Leute. Ich finde es nicht top, ich finde es nur gut für meinen Freund. Nein, Leute, Egg hat genug Freiraum, an die Bar zu gehen, während er kann nicht tanzen. So, Leute, das war das Video. Das war wirklich eine 10 von 10. Schreibt Hashtag Part 2, wenn ihr ein Part 2 haben wollt. Leute, ich liebe solche Dinge. Mein Favorit war... Der Schlummerotter.